Zwei grundsätzliche Ansatzpunkte für die Personalbedarfsplanung quantitativer Art, nämlich Schätzverfahren und Rechenverfahren. Alles Wiederholung für uns. Schätzverfahren und Rechenverfahren. Wir haben es zu tun mit der Zukunft. Können wir die Zukunft errechnen? Schwer, ne? Schätzverfahren bedeutet also eher ein intuitiver Ansatz. Schätzverfahren, auf der nächsten Seite haben Sie auch die Möglichkeit, das ausführlicher zu notieren. Schätzverfahren bedeutet Intuition. Und ich sagte schon, das ist etwas, was gerade im Moment eine Renaissance erlebt, was lange Zeit geradezu verteufelt wurde. Ja, wer schätzte, wer intuitiv vorging, der war unwissenschaftlich. Das war böse. Ja, das dürfen Sie nicht sein. Man muss immer objektiv sein. Wenn man sagte, ich habe das intuitiv so aus dem Bauch heraus, dann war das schlecht. Heute, angesichts der sich dramatisch verändernden, immer komplexer werdenden Welt, ist das oft der einzige Weg. Intuition. Gleichwohl gibt es die Rechenverfahren und auch die schauen wir uns an.